dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Einsamkeit. Ich glaube, das ist jetzt in dieser Zeit ein großes Thema und viele Menschen haben es zurzeit schwer. Und wenn es dir auch gerade schwer fällt, mach dir bewusst, dass Jesus immer an deiner Seite ist, dass du nicht alleine bist. Du kannst mit ihm reden. Er verlässt dich nicht und er ist immer bei dir. Und da bittet auch eine Frau uns um Gebet und sie schreibt einfach um Befreiung von der Einsamkeit. Und da möchte ich gleich beten. Jesus, ich danke dir, dass du dieses Anliegen kennst und auch die vielen Menschen, die jetzt unter der Einsamkeit leiden. Danke, Jesus, dass du sie erfüllst mit deinem Frieden, dass du sie erfüllst mit deiner Geborgenheit. Und dass sie wissen dürfen, dass du ihnen ganz nahe bist. Wenn sie auch jetzt gerade Menschen vermissen, aber du bist bei ihnen. Du erfüllst sie auch mit deiner Freude. Und ich danke dir, dass jede Angst weichen muss, dass jede Depression weichen muss. Und dass du sie erfüllst mit deinem Frieden, mit Geborgenheit und mit dir selber. Danke, Jesus, dass du mit jedem Einzelnen bist, der jetzt einsam ist. Amen. Amen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Stell dir heute die Frage, was machst du mit deiner Vergangenheit? Ja, und lass uns einfach deine Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Und wir beten für alle Anliegen, die eingehen, auch die, die nicht hier vorgelesen werden. Ja, was machst du mit deiner Vergangenheit? Gerade in diesen Tagen, wo nicht alles so leicht ist, kommt einem gerne die Vergangenheit hoch und du denkst über Dinge, die du nicht richtig getan hast, über Dinge, die dich noch ärgern, über Verletzungen und so weiter. Und wenn man viel Zeit hat, was man in diesen Tagen manchmal hat, dann kommen die Dinge hoch und die Vergangenheit wird wieder so lebendig. Nur ich sage dir eins. Du kannst dich nicht mehr ändern. Du kannst nichts mehr ändern. Ich sag dir, mach einen Schlussstrich unter deine Vergangenheit. Heute beginnt deine Zukunft. Die Zukunft, die kannst du gestalten. Die nächsten Sekunden, alles kannst du gestalten. Du bist frei in der Gestaltung und gestalte wirklich deine Zukunft. Mach die Fehler nicht mehr der Vergangenheit, sondern mach wirklich einen Strich drunter. Und das ist das, was wir begreifen müssen. Die Vergangenheit ist vorbei. Das eine oder andere muss man aufarbeiten, vielleicht manches mit einem Seelsorger, selbstverständlich. Aber mach einen Strich, die Zukunft für dich hat begonnen. Herr, ich danke dir für jeden, der das begreift, dass er seine Zukunft gestalten kann, dass er heute Entscheidungen treffen kann, für die nächsten Sekunden, für die nächsten Minuten, für die nächsten Tage, Jahre, dass da alles neu zu gestalten ist, aber dass das Alte wirklich vorbei ist. Ich danke dir dafür, Herr, für die Gestalter, Herr, die aus dieser Sendung hervorgehen, die sagen, ja, ich gestalte meine Zukunft. Ich freue mich drauf. Ich kann was ändern. Ich kann es besser machen. Ich mache nicht mehr die Fehler der Vergangenheit. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen brauchen Gebet. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Bitte betet für meine Tochter, die an beiden Oberschenkeln einen Muskelfaserriss hat, dass dieser heilt ohne OP, und für meinen chronischen Husten seit vielen Jahren. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch Herr bist über diesen Muskelfaserriss. Und ich danke dir, dass deine heilenden Hände gerade jetzt auf diesen Muskeln liegen. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom fließt und dass du diese Muskeln wieder Stabilität gibst, dass diese Muskeln wieder zusammenheilen und dass du ein Gott der Wiederherstellung bist, der alles in die göttliche Schöpfungsordnung zurückbringt. Und ich danke dir dafür, dass das gerade jetzt geschieht. Und auch für die Frau mit dem Husten. Danke, Jesus, dass du auch diesen Husten heilst, diesen chronischen Husten. Und wir
entmachten jetzt diesen Husten im Namen Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Heilungsstrom auch durch diese Lunge fließt und dass sie heil ist und dass sie wirklich auch in die göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt. Diese Lunge, danke Jesus. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Hallo ihr Lieben, ich habe ein Gebetsanliegen für meinen Mann. Er hat durch eine Medikamentenvergiftung seit fast 2 Jahren starke Muskelkrämpfe im Kopf. Ständige Müdigkeit ist vorhanden und nun hat der Arzt einen Rigor, das heißt Muskelsteifheit, festgestellt. Und Jesus, ich danke dir, dass auch diese Medikamentenvergiftung entmachtet ist, dass dieses Gift keine Wirkung mehr hat und dass alle Nebenwirkungen entmachtet sind. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über diese Person. Und ich danke dir, dass diese Muskeln in Ordnung kommen. Danke auch die Müdigkeit, dass das weggeht und dass keine Nebenwirkungen mehr vorhanden sind. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt. Und wir danken dir für diesen Mann, dass du ihm Heilung schenkst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns doch deine Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. 2 weitere Gebetsanliegen per E-Mail hat uns erreicht. Ich habe seit 6 Wochen einen grippalen Infekt, der einfach nicht besser wird. Die Halsentzündung dabei ist sehr schmerzhaft. Danke, dass ihr dafür betet. Ja, selbstverständlich wollen wir dafür beten. Danke, Herr, dass dieser Infekt verschwindet. Herr, ich danke dir, Herr, dass wir wirklich Heilung ausrufen dürfen und danke, Herr, dass du ein Herr bist, der möchte, dass wir völlig gesund sind und danke, Herr, dass die Zeit auch des Leidens von dieser Krankheit ein Ende hat, dass es nicht chronisch wird, sondern dass es ein Ende hat. In deinem wunderbaren Namen, Jesu. Amen. Amen. Und jemand schreibt uns, hallo liebe Geschwister, ich möchte euch inständig um Gebet bitten für meine Freundin. Sie hatte Brustkrebs und war bis vor ein paar Tagen guter Dinge. Nun ist der Krebs wieder zurück. Ja, was macht das für Sorgen? Wie geht da das Kopfkino los? Was wird alles daraus? Wann werde ich nicht mehr da sein? Und so weiter. Und da möchten wir wirklich Einhalt gebieten, dass das nicht weitermacht, dass es richtig gut ausgeht. Herr, ich danke dir, Herr, dass du jetzt dieser Frau ganz nahe bist. Herr, all das, die Schreckensmeldung und all dieses Kopfkino, das die Zukunft sich ausmalt. Herr, danke, Herr, wir durchschneiden all diese Gedanken, weil in dir gibt es Lösung, in dir ist Heilung. In dir ist Befreiung und ich danke dir dafür, Herr, dass auch dieser Krebs kein Anrecht hat, denn du hast ihn auch am Kreuz besiegt und Herr, wir dürfen glauben und Herr, lass es uns auch sehen. Ich danke dir. Amen. Amen. 3 Gebetserhörungen habe ich euch mitgebracht und da schreibt uns jemand kurz und knackig auf Facebook. Danke für eure Gebete. Arbeit und Wohnung habe ich jetzt. Dank sei Gott dafür. Wie wunderbar, wenn Gott so schnell eingreift und alles erledigt. Eine weitere Gebetserhörung. Ihr Lieben, Isolde und Daniel, herzlichen Dank für eure mutmachenden Zeilen im Infobrief von heute. Wir beten auch für euch und sind dankbar, dass ihr euch so sehr einsetzt. Der Herr Jesus hat mich auch berührt durch die Gebete von Karfreitag. Der verschobene Kiefer ist auf dem Wege an seinen alten Platz. Menschlich unerklärlich und der Schmerz ist deutlich weniger geworden. Sprecht mit eurem Mund Gottes Lösungen aus. Ja, dass unser Mund und die Lippen seinen Ruhm verkündigen. Welch ein Geschenk, dass wir Jesus haben. Und das ist wahr und das ist auch wahr. Sprecht mit eurem Mund Gottes Lösungen aus. Das ist ein Rezept, das wir wirklich befolgen sollten, weil das bringt Ergebnisse. Ja. Und noch ein Zeugnis zum Schluss, auch kurz und knackig. Danke für Gebet für meinen Sohn. War Verdacht auf Corona, hat sich nicht bestätigt. Gott sei Dank. Wie schön. Ja, wie wunderbar, was wir hören, was die Menschen erleben. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen auf WhatsApp. Schreib es uns oder schick ein kurzes Video.
Es freut uns jedes Mal, was eingeht und was Gott tut. Es ermutigt wieder den anderen, die Zuschauer, wenn wir das weiter sagen und berichten können. Ja, der Tipp des Tages ist immer die Spannung, was kommt jetzt? Es ist die Vergangenheit. Die muss nicht kommen, die ist bestimmt da. Aber nimm dir jetzt mal Zeit, wenn die Sendung rum ist, nimm dir mal 5 Minuten Zeit und mach wirklich im Gebet mit Gott einen Schlussstrich drunter. Sag: Danke, Herr, dass du alles vergeben hast. Meine Fehler, alles hast du mir vergeben. All mein Mist, den ich gebaut habe, hast du vergeben. Vielleicht musst auch du Menschen vergeben, die in der Vergangenheit dir Übles getan haben. Eine große Sache ist meistens, wenn der Vater oder die Mutter irgendwelche Fehler gemacht hat, wo dir Schmerzen oder andere Leute, vergib ihnen. Das gehört auch dazu. Tu einen Schlussstrich. Nimm 5 Minuten, wenn du richtig drin bist. Nimm dir Zeit, solange du möchtest, und sag einfach: Ich mache jetzt einen Schluss unter der Vergangenheit und fange an, meine Zukunft zu gestalten. Fang jetzt an. Sende uns doch weiter deine Anliegen. Wir beten gerne für dich. Und das Telefon ist noch geschaltet bis 13 Uhr. Ich möchte dich gerne für Samstag, für die Heilungstage einladen. Um 10 Uhr beginnen wir, bis ca. 18 Uhr und Sonntag auch um 10 Uhr. Wir werden wunderbare Themen hören. Wir werden Gott erleben. Du kannst uns auch gerne am Samstag schreiben. Wir werden auch für dein Anliegen am Samstag beten. Und sei einfach mit dabei. Gott wird bestimmt auch was Wunderbares bei dir tun. Ich möchte dir auch gerne heute noch den Gebetsleitfaden nahelegen. Schreibe uns, nenne uns deine Adresse. Wir schicken ihn dir gerne kostenlos zu. Die Zeit ist schon wieder um und wir verabschieden uns ganz herzlich von dir. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich.